Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von The Inner World. Ihr hattet ja so ein paar Vermutungen hinterlassen in den Kommentaren der letzten Folge. Dann würde ich sagen, probieren wir das doch einfach mal aus. Eins davon war, mal zu versuchen, Laura das Nudelholz zu geben. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hinbekommt, aber sie kann das einfach nicht. Wahrscheinlich ist sie nicht stark genug, um damit... Oh. Hier, nimm das als Ohrstöpsel. Das könnte gegen Steves Gequatsche helfen. Gute Idee, Flötennase. Aber siehst du ihn hier irgendwo? Okay, dann gehen wir mal darüber. Dann probieren wir das aus. Und irgendwie soll das wohl doch klappen mit dem Nudelholz und den Steinen. Wir müssen das gleich nochmal ausprobieren. Ob wir das nicht doch irgendwie hinbekommen. So, mal gucken. Bitte sehr. Hier, nimm das als Ohrstöpsel. Das könnte gegen... Okay, das kennen wir ja schon. Aber wozu ihn hier ablenken? Er lässt uns hingehen, wohin wir wollen. Okay, ja, wir müssen ihn draußen ablenken, aber kommt er überhaupt noch mit uns raus? Haben Sie irgendwelche Fragen? Pete? Keks? Innenhof? Können Sie uns den Innenhof mal zeigen? Haben Sie denn einen Gästeausweis? Den haben Was? Wir. Du hast uns die... Ja, okay, das kennen wir ja schon. Dann drücke ich das mal weg. Bitte folgen Sie mir! Das ist auch geil, wie er mit dem Auge zuckt, echt. So. Aber wovon wollen wir ihn denn hier eigentlich ablenken? Weil wir konnten die Sachen ja jetzt eigentlich einsammeln, ne? Ich probier's trotzdem mal. Nee, das müssen wir doch bestimmt erst machen, wenn wir den Schlüssel haben, oder? Das könnte gegen... Ein Versuch wär's wert. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Hörst du noch was? Was hast du gerade gesagt? Wow, deine Stimme ist wunderschön, wenn du rumbrüllst. Alles klar, du darfst mich voll quatschen. Also, die Geschichte der Kekse. Ups. Weich. Bla bla bla. Aha. Spannend. Ja. Erzähl mir mehr davon. Okay, jetzt ist er abgelenkt, aber eigentlich, wie gesagt, ich glaube, das ist erst sinnvoll, wenn wir irgendwie durch die Tür kommen, ne? Oder das Schild sauber machen können. Aber wir können, glaube ich, das Schild immer noch nicht sauber machen. Das könnte ihn dann... Der Schild würde nur noch rostiger werden. Okay. Oder ein Nudelholz. Soll ich den Rost glatt rollen? Was würde das bringen? Das stimmt wohl. Nee, ich würde sagen, wir gehen wieder rüber, oder? Ich glaube jedenfalls. Wir probieren mal das mit den Steinen. Die labern sich da ein. Oder sind die jetzt da drüben geblieben? Das ist natürlich gut. Dann könnten wir hier ja noch die Sachen nehmen. Aber, ach so. Ein Spiegel. Da wohnt Pete drin. Okay, Rührschüssel, hier. Sie ist leer. Man muss Zutaten reintun. Okay. Die nehme ich erst, wenn Teig drin ist. Alles klar. Reibe. Eine Reibe. Damit kann man Dinge reiben. Super, eine Reibe. Was könnte man damit zerreiben? Den Nektarinstrauß. Warum sollte ich das tun? Ja, weiß ich auch nicht. Hier ist die Kurbel, die muss man dann drehen. Ein Kuchenteigrührgerät. Wozu das wohl gut ist? Na, zum Rühren, du hast es doch selbst gesagt. Ich kann doch nicht backen, wenn ich nicht alle Zutaten dafür habe. Recht hast du. Hier ist Schatulle. Das Innere der Schatulle ist ganz genau der Schlüsselform angepasst. Okay. Wir könnten das als Muster benutzen, um uns einen Schlüssel zu machen. Wie cool. Da sind Backzutaten. Leider alle verbraucht. Nein, alles leer. Ich fürchte, die sind alle. Alle. Hier kann ich die vielleicht... Kochkäfer. Davon gab es ganz viele in Conroys Küchen. Conroy meinte, ich darf mir einen als Haustier halten. Aber ich habe mich ständig dran verbrannt. Man muss etwas Bestimmtes zu ihnen sagen, damit sie so heiß werden. Beleidigen. Ja, das wissen wir doch schon. Man muss sie beleidigen. Wie soll ich denn Käfer beleidigen? Moment. Was würde Conroy sagen? Du unwürdiger Wurm! Du bist eine Schande für alle Novizen! Das ist der Grund, aus dem dich deine Eltern bei mir abgegeben haben! Das ist der Grund, aus dem dich niemand liebt und jemals lieben wird! Wow, das klappt ja tatsächlich. Aber vielleicht sollte ich was in den Ofen tun. Wie kühlt man sie nochmal ab? Ach ja, Komplimente! Hey Leute, toll, dass ihr 6 Beine habt. Ich hab nur 2. Hey, es hat geklappt.
Dabei war das noch eine von Conroys netteren Beleidigungen. Oh Gott, das ist gemein. Okay, also könnten wir hier dann etwas backen, was den Schlüssel dann ergibt, genau. Aber erstmal bräuchten wir die goldenen Tickets. Also, Sekunde, wir machen jetzt nochmal das. Muss ich... Probieren wir es mal. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Okay, von hier aus kann ich nichts ausrichten, meint er. Und das unterste? Weiter kann ich den nicht reinhauen. Okay, und da geht ja auch nicht, oder? Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Dann probieren wir das Die Schatulle lege ich lieber wieder zurück. Ah, er dreht okay. bestimmt völlig durch, wenn er merkt, dass sie weg ist. Ja, das stimmt. Okay. Die lassen wir hier. Probiere ich das hier nochmal. Mann, hoffentlich klappt das. So. Da benutzen. Ich dachte echt, ich hätte das gemacht. Verstehe ich nicht. Okay, jetzt haben wir da drin natürlich zwei Steine, oder? Jetzt kommen wir bis zur Mitte, aber was bringt uns das? Ach so, wir können den in der Mitte schlagen, klar. Okay, dann hier einmal rauf. Und dann jetzt den in der Mitte rausschlagen. Bam! Und jetzt wieder runter? Runter? Oder runter? Und den auch wieder rausschlagen. So. Und dann kommen wir bis ganz nach oben. Und ganz oben können wir... Mal gucken. Schauen wir mal. Vielleicht hat das halt was mit dem Färben der Farbmotten zu tun. Vielleicht müssen wir das Ding von da oben runterhalten. Hier ist auch der Mauerrand. Gucken wir mal. Ob ich da wohl irgendwie hochkomme? Du bist schon oben, Mein Junge. Ich traue mich nicht so weit zu springen. Hier geht es mindestens einen Meter in den Abgrund. Ja, nein, musst du auch nicht. Wir probieren hier jetzt mal das an den Mauerstein. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. An den Mauerrand? Nein, jetzt... Oder von hier aus jetzt an den Ast? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Verwirrend. Verwirrend. Tja, keine Ahnung. Brauche ich Laura noch vielleicht hier? Nein. Okay, ich gehe nochmal runter. So, und nochmal. Holen wir uns nochmal Laura. Vielleicht muss sie die Farbmotten dann irgendwie in die Richtung locken. Ich weiß es nicht genau. So. Aber können wir Steve überhaupt ansprechen? Doch, können wir. Ja, können wir. Das ist ja echt ein bisschen kompliziert alles, ne? Muss ich sagen. Butterkeks. Butterkeks. Voll geil. Laura lenkt ihn doch gerade ab. Warum sollte ich sie jetzt stören? Ah, okay, also geht das wahrscheinlich nicht. Aber mit Danke, Laura kann ich reden. Das sollte reichen. Ah, vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr uninteressant. Ach, jetzt habe ich auch die Pilze wieder. Ist ja lustig. Und wenn ich jetzt hier rübergehe, kommen sie alle mit, oder? Ah. Oh, ja. Anscheinend schon. Dann probieren wir das mal, ob das irgendwas bringt. Oder muss man das vielleicht von innen? Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Könnte ich natürlich auch machen von innen. Aber ich weiß nicht. Alles nicht so einfach. Gucken wir erstmal nochmal von draußen. Aber eigentlich sind ja hier auch die Steine raus. Also warum hängt da nicht einfach das Ding daran? Verzweiflung. So, Laura. Also, du musst mir mal helfen. Hey, Laura. Ah. Steve, Pete ablenken? Nee, hier ja noch nicht. Vielleicht geht das, wenn ich dann hier oben bin? Mal gucken. Ich gehe mal hoch wieder. Kann ich sie von hier aus ansprechen? Nein, 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 nein! Oh, ich hey, Laura! Wo guckt er denn hin? Falsche Richtung. Nicht da lang. Ich gehe nochmal hoch. Verstehe ich nicht, dass ich das hier nicht befestigen kann. Oder fehlt noch was? Muss ich das noch mit... Sekunde. Mit der Reibe oder Warum was? Warum sollte ich das tun? Weiß ich auch nicht. Das könnte Spaß machen. So? Oh, ich dachte das schon eben... Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts.
Okay. Warum sollte ich das tun? Kann ich eigentlich jetzt das hier reinschlagen, sodass ich hier oben gefangen bin? Ah, nee, 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 nee. So war das nicht gedacht, mein Lieber. So nicht. So nicht. Na toll, jetzt muss ich die alle wieder... Muss ich nicht die anderen beiden jetzt auch wieder reinschlagen, um das wieder rauszuschlagen? Oh. Na toll. Ah, jetzt vielleicht. In diesem Moment, wenn die da sind. Natürlich. Oh Gott. Oh mein Gott, ihr müsst echt denken. Also, vielleicht geht's jetzt auch wieder nicht, aber doch, das wird jetzt bestimmt gehen. Meine Güte. Tja, manchmal muss man einfach ein bisschen so auf dem... So richtig so auf dem Schlauch stehen. Mal so episch. Gehört einfach dazu. Sag ich jetzt mal so. Oh Mann. Okay, also doch wieder ran. Und jetzt natürlich. Oh Gott. So doof. So doof. Süß. So, da haben wir unsere goldenen Tickets. Und was können die wir jetzt Ausweise eigentlich... haben sich golden gefärbt. Was können wir jetzt eigentlich damit goldene machen? Goldene Ausweise. Mach's gut, Frankenmotte. Du warst mir immer ein guter Freund. Bye, bye, Frankenmotte. So. Was können wir jetzt damit? Womit lässt er uns dahin? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Und nochmal. Und dann hier rüber. Hier. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn einen goldenen Ausweis? Oh ja. Cool. Wozu dann die ganze Sache mit dem Schlüssel, frage ich Bitte mich Bitte folgen Sie mir. Cool, ein neuer Ort, endlich. Voll übel. Voll übel, die Folge. Schau dir all die versteinerten Asposa an. Ist das nicht traurig? Wenn Sie versteinerte Asposa sagen, meinen Sie wahrscheinlich die lebensecht wirkenden Nachbildungen. Wenn du lebensechte Nachbildung sagst, meinst du wahrscheinlich versteinerte Asposa. Laura, wenn Steve mit der Realität nichts zu tun haben will, dann ist das eine ganz private Entscheidung. Recht vielen Dank. Moment. Ihre Nasen. Sie sind alle so wie du gewesen. Tut mir leid, Flöten. Tut mir leid, Robert. Ist schon gut. Ich kannte sie ja nicht. Oder das, glaube ich zumindest. Echt traurig. Was haben wir denn da? Eine leere Schale. Nichts Damit drin. Kann ich nichts machen. Was könnte man da denn reintun? Oh, geriebene Pilze. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee, gar nichts. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Na gut, na gut. Hier haben wir also die ganzen Versteinerten. All diese versteinerten Asposa haben die gleiche Nase wie ich. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die Antwort alles nur noch schlimmer machen würde. So ganz gleich sind die Nasen aber nicht immer, ne? Manchmal sind sie auch Das kann ich nicht verwenden. Okay, das kann ich nicht. Da ist ein ganz besonderer Versteinerter scheinbar. Den gucken wir uns mal noch an. Ein versteinerter Asposa. Hey, er hat genau die gleiche Nase wie ich. Und die gleichen Augen. Wer er wohl war? Wer war er dann wohl? Nein, er ist viel zu kaputt. Wenn ich ihn anfasse, fällt er noch auseinander. Und hier kann ich da an dieses... Da ist der Windbrunnen. Der sagenumwobene vierte Brunnen. Er ist genauso versiegt wie die anderen. Ja, weil es keine Flötennasen mehr gibt. Nein, ist gerade nicht danach, mich in den Tod zu stürzen. Ach, komm schon, kann doch lustig werden. Was haben wir hier denn noch? Ich gucke mal. Ah ja, den habe ich gleich gesehen. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass man den wirklich verwenden kann. Was für schöne Kristalle. Es wäre sehr schade, wenn ihnen etwas zustoßen würde. Das kann ich nicht verwenden. Oh, schade. Kann ich nicht das hier danach schmeißen? Das mache ich nicht. Schade. Oder das Nudelholz. Bam. Das mache ich nicht. Was haben wir denn da? Ach, das sind diese Ringe. Seltsames Gebilde. War es das, was Lauras Vater meinte? Das sieht fast aus wie die Skizze im Empfang. Ja, ja, ja. Oh, was jetzt? Oh, Phosphos. Ah, Ruhe! Scheiße.
Scheiße. Sekunde, ich probiere, ob ich nochmal... Aufhören! Ah, er lässt uns aufhören! Einfach nicht. Ich ertrage das nicht! Wir müssen irgendwie... Es muss uns gelingen, hier alleine herzukommen, würde ich sagen, ohne Steve. Oder sie muss ihn wieder ablenken, aber ich glaube, dass er das trotzdem merken wird. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Hey, Laura! Oh. Was glaubst du, ist der Sinn dieser Windkapelle? Ich glaube, sie wurde nur für den Windbrunnen gebaut. Ich habe das Gefühl, dass es mit diesen Flötennasen einiges auf sich hat. Ja, das glaube ich auch. Wir müssen den Rest leider in der nächsten Folge machen. Weil sonst dauert das Rendern bei mir immer so ewig lang bei diesem Spiel. Ich verstehe das gar nicht. Das Outlast konnte ich ja verstehen, wenn es 2 Stunden dauert, wenn so eine Folge gerendert werden muss am PC. Aber bei The Inner World verstehe ich es nicht so genau. Aber ist kein Problem. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von The Inner World wieder, wo es auf jeden Fall bestimmt schneller vorangeht als in dieser. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.